Hallihallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch wieder mal ein Mediabook mit einem Slasher aus den 80ern mitgebracht, der seit dem 14.04.2023 in Form von drei unterschiedlichen Mediabooks von Wicked Vision auf den Markt gebracht wurde. Und dabei handelt es sich um Emmett Alistons New Year's Evil aus dem Jahr 1980. In Deutschland hieß der Film Rocknacht des Grauens. Und er spielt, wie man hier unten auch schon so ein bisschen erkennen kann, am letzten Abend des Jahres, also an Silvester. So, zu der Zeit, was heißt zu der Zeit? Das war ja einer der Filme aus der Anfangszeit des Slashers. Da hat man halt gerne Slasher-Filme an besonderen Tagen spielen lassen, also an Halloween oder Freitag der 13. oder an Muttertag oder eben hier New Year's Evil, also quasi am Silvesterabend. Der Killer hier zieht seine blutige Spur durch die einzelnen Zeitzonen, bringt also immer zur Jahreswende jemanden um und ruft dann halt in so einer Radioshow an. Und ich habe ihn noch gar nicht gesehen, aber es klingt auf jeden Fall wie genau der Scheiß, den ich mir gerne reinziehe. So, das Mediabook, wie gesagt, ist in drei verschiedenen Cover-Varianten erschienen. Als da wären hier einmal Cover-Variante A. Finde ich auch nicht schlecht. Ein bisschen minimalistisch, so ein bisschen gruselig, aber ich finde es auch nicht übel. Dann haben wir hier noch Cover-Variante B. Die gefällt mir persönlich auch sehr gut. Hier mit dem Killer im Hintergrund und vorne ist richtig was los. Und hier bei mir auf dem Tisch liegt Cover-Variante C. Ich finde, das ist ein schönes Mittelding. Wir haben hier so ein bisschen Action drin. Hier auch das Messerchen, was hier aus dem Kalender raussticht. Ist also nicht schlecht. Also, alle Cover-Varianten haben auf jeden Fall ihre Vorteile. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Cover-Variante ihr bevorzugt. Schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr diesen Film kennt, was ihr von diesem Film haltet, was ihr sonst von mir sehen möchtet und so weiter und so fort. Schreibt die Kommentare voll, wie es euch beliebt. Und wenn ihr schon da unten seid, ihr wisst ja, Daumen hoch und Kanal abonnieren. So, das war es jetzt genug mit der Eigenwerbung. Ich packe jetzt mal aus. So, ja, ich habe immer noch den Zahnstocher hier liegen. Mein Messer ist irgendwie verschollen. Ich weiß nicht, das haben die Kinder sich garantiert. Nein, Unsinn. Ich glaube nicht, dass die Kinder sich das Messer unter den Nagel gerissen haben. Irgendwie ist es wahrscheinlich beim Aufräumen weggekommen. Ihr kennt das ja selber. So, ich habe mittlerweile in Erfahrung gebracht, was an den neuen Mediabooks von Wicked Vision neu ist. Gehe ich jetzt gleich auch mal kurz drauf ein. Und wie es immer noch ist, ist, dass dieses Vorlageblatt hier nicht festgeklebt ist, finde ich persönlich super. Dann entstehen keine, durch die Klebepopel keine Beschädigungen am Mediabook und so weiter und so fort. Also das ist schon mal, das war schon immer so und das ist auch immer noch so. So, wir haben hier vorne also dieses Vorlageblatt. Da sehen wir, es handelt sich um eine 2-Disc Limited Collectors Edition und zwar um die Nummer 67. Dann haben wir hier den Filmtitel drauf, stehen hier ein bisschen einen englischen Text. Dann haben wir hier die beiden Mädels, voller Panik, voller Angst. Dann hier das Messer des Killers, das durch den Kalender durchsticht. Und hier der Hinweis, es handelt sich um eine deutsche HD-Premiere. Auf der Rückseite haben wir nochmal Werbung für Final Game bzw. Night Game mit Roy Scheider. Sagt mir auch nichts, ist aber demnächst bei Wicked Vision verfügbar. Bei Wicked Vision nicht im Stream, denn Forever Physical, ja, Streaming von war gestern, gut, klar, es gibt viele Vorteile und da kann man sich jetzt herrlich drüber aufregen oder herrlich drüber diskutieren, machen wir aber an dieser Stelle nicht, weil hier präsentieren wir Mediabooks und da ist Stream sowieso erstmal kein Thema. So, dann haben wir hier einmal das Cover nochmal, was sich unter dem Vorlageblatt befindet. Und das ist das gleiche Artwork, nur ohne die Werbeaufdrucke, ohne den FSK-Flatschen, ohne den Hinweis hier oben auf die 2-Disc Limited Collectors Edition. Und das ist neu, es ist matt. So, ja, es ist also matt. Die früheren Wicked Vision Media Books waren glänzend, jetzt ist es matt. Ich persönlich begrüße diese Entscheidung, weil ich matte Mediabooks grundsätzlich schöner finde. So ein bisschen Spotlack hier, vielleicht auf dem Messerchen oder auf dem Titel, okay, Spielerei muss nicht sein, würde das Ganze vielleicht noch ein bisschen edler erscheinen lassen. Ich persönlich bevorzuge so matte Mediabooks wie das hier und von daher ist das also
aus meiner Sicht ist das eine Aufwertung, aber das kann ja auch jeder anders sehen. Ich mag ja auch keine glänzenden Booklets, ja. So, dann haben wir auf dem Spine drauf dem New Year's Evil. Gut, ich hätte vielleicht noch Rocknacht des Grauens draufgeschrieben oder so. Ich weiß jetzt nicht. Die anderen Cover-Varianten hatten ja auch den Originaltitel draufstehen. Vielleicht hätte man auch eins mit deutschem, aber ich weiß es nicht. Es ist ja auch alles, ja. Er heißt ja New Year's Evil. So, dann haben wir hier oben noch das Glotzauge von Wicked Vision. Hier unten MGM und Blu-ray Disc draufstehen. Und auf der Rückseite haben wir eine kurze Inhaltsangabe. Dann haben wir hier ein paar Bilder aus dem Film. Ist das der Killer hier, ja? Ja, gut. Es gab viele, viele merkwürdige Killer in der Zeit. So, dann haben wir hier die Credits. Dann haben wir hier die Produktspezifikationen der Blu-ray und der DVD, denn es handelt sich um ein Kombipaket, so dass man das Teil auch kaufen kann, wenn man kein Blu-ray-Equipment zu Hause hat. Dann haben wir hier das Bonusmaterial. Wir sehen auch schon, es ist wieder einmal ein Booklet mit einem Essay von Christoph N. Kellerbach mit drin. So, das ist eigentlich schon eine sichere Bank. Da haben wir auf jeden Fall einen Text mit Hand und Fuß. Dann haben wir hier den Hinweis auf Cover C, Limited Edition. Was mir hier nicht, also hier steht jetzt keine Limitierung drauf. Ja, aber ich meine, es wäre auf 333 Stück limitiert. Also hier steht jetzt nichts. Oder ich habe es mal wieder auf den Augen. Kann natürlich sein. Also auf den ersten Blick habe ich nichts gesehen. Jetzt machen wir es mal auf und vorne kommt uns direkt die Blu-ray entgegen, die so ausschaut. New Year's Evil, ja, und ein bisschen Blut. Und auf der Rückseite oder auf der, ja, hinten drin haben wir dann die DVD liegen. Die schaut so aus. Identisch oder fast identisch, ja. Schauen wir mal. Ja, das ist etwas, das Rot ist hier auf der DVD etwas prägnanter und hier unten haben wir den Blutflatschen halt in der rechten Seite hier, in der linken Seite hier in der rechten, aber abgesehen davon, ja, ist okay, ne? Das kann man machen, das kann man machen. So, dann haben wir hier noch einen farbigen Innendruck, da haben wir den Kalender und hier unten, da haben wir aber, da ist Weihnachten aber nachträglich nachhaltig versaut und aufs neue Jahr freuen kann man sich auch nicht richtig. So, dann haben wir hier also dieses Booklet drin. Das ist, wie mir schon bei dem letzten Mal aufgefallen ist, wieder sehr starkes und nicht glänzendes Papier. Auch hier eine Entscheidung, die ich persönlich absolut und 100% befürworte. Und hier haben wir jetzt auch den deutschen Titel Rocknacht des Grauens. Jetzt weiß ich nicht, es könnte durchaus das alte VHS-Cover sein, weil so sahen viele Filme in der Zeit auf VHS aus. So, es ist verklebt wieder einmal. Ja, hier oben sehen wir noch so ein paar klitzekleine Kleberückstände. Muss ja auch sein, ja, weil ohne hält's ja nicht. So, hier hinten, ne, also hält sich wirklich im Rahmen. Die Verarbeitung finde ich persönlich sehr, sehr gut. Also, ich hatte bei Wicked ja nie das Problem, dass das irgendwie qualitativ schlecht gewesen wäre. Aber ich bin der Meinung, dass hier also ein Qualitätssprung nach oben gemacht wurde und nicht in die andere Richtung. Aber ja, das ist halt mein persönliches Empfinden. Hier ein bisschen Bewegung drin, ja, aber auch das lässt sich ja nicht vermeiden. Nach oben und unten ist quasi gar keine Bewegung drin. Das ganze Teil macht einen wirklich stabilen Eindruck und ja, hier das Booklet. Ich sag das nochmal, das ist richtig schönes, festes, dickes Papier. Lässt sich wunderbar umblättern, fasst sich ganz toll an. Und hier der Text, auch wenn ich ihn noch nicht gelesen habe, ich kann jetzt blind sagen, wenn der von Christoph Kellerbach ist, dann ist der gut. Ja, also ich habe noch keinen schlechten Text von Christoph Kellerbach gelesen, wo ich dann hinterher das Gefühl hatte, oh, da hätte man aber noch ein bisschen weiter ausholen können. Der Mann weiß, was er macht. So, jetzt haben wir hier ein paar Bilder aus dem Film. Also hier eins, davor war auch eins, hier haben wir direkt zwei. Gut, das muss jetzt für mich persönlich nicht sein. Ja, und dann wiederholen sich die, na, bisher noch nicht. Jetzt ist es aber auch so, dass gerade bei solchen Filmen ja mitunter nur begrenzt Bildmaterial vorhanden ist. Ja, was will man hier irgendwas hinter den Kulissen ausgraben, wenn es nichts gibt? Ja, trotzdem finde ich solche Bilder aus dem Film in einem Booklet immer so ein bisschen überflüssig. Hätte man vielleicht besser irgendwie internationale Filmplakate oder irgendwelche Presseauszüge. Aber das muss man natürlich auch alles erstmal lizenzieren. Das kostet alles Geld, wenn es überhaupt zu finden ist. Also, ne, naja, aber trotzdem, das macht das Vorhandensein von Bildern aus dem Film nicht besser. So, dann haben wir hier zwei Tackerklammern, die Mitte dieses Booklets
quasi ankündigen, könnte man das so sagen. Ja, hier noch mehr Bilder aus dem Film. Gut, ja, lockert das Ganze natürlich auch auf. Ich hatte ja vor einiger Zeit einen Zuschauer, der hatte drunter geschrieben, so Bilder aus dem Film wären halt wichtig. So, hier, da, haha, sowas, das meine ich, ja. Das kann dann auch gerne seitenfüllend sein. Hier, teuflisches Neujahr, Rocknacht des Grauens, hier alternatives Motiv mit Schweizer Filmtitel. In der Schweiz hieß der also teuflisches Neujahr. Hier, sowas, das finde ich geil. Solche Bilder, die finde ich super in einem Booklet. Die haben für mich auch einen Mehrwert, wenn ich sehe, wie das Teil woanders veröffentlicht wurde. Oder vielleicht, wenn ich damals die Videokassette hatte, dann hier nochmal die Videokassette abgebildet, so als Nostalgie-Häppchen. Finde ich super. So Bilder aus dem Film brauche ich persönlich, wie gesagt, nicht. Hier. So, ja, das hier. So, was ist das jetzt? Le was? Hä? Okay, ja. Glasbox-Cover von früherer deutscher Veröffentlichung auf Video von ITT, VMP und Futura Video. Okay, gut, kenne ich jetzt so nicht, aber genau so, das hier habe ich gemeint. Genau sowas habe ich gemeint. Das wertet es auf. So, dann haben wir hier noch die Credits und dann können wir auch direkt mal gucken, von wem die Artworks sind. So, das Artwork, das wir hier auf dem Tisch liegen haben, ist von Vince Evans, Cover C. Ja. Schön, schön. Also, ne, dann wissen wir das jetzt auch. Und dann sind wir auch schon am Ende des Booklets angelangt. Ja, für mich eine rundum gelungene Veröffentlichung, also zumindest von der Verpackung her, was der Film zu bieten hat, wie der qualitativ ausgefallen ist, wird sich natürlich zeigen. Das könnt ihr dann in der Rezension nachlesen. Den Link findet ihr unten. Ich weiß nicht, ob ich die schon fertig habe, wenn ihr dieses Video seht. Im Idealfall ja. Falls nicht, immer wieder mal draufklicken. Und irgendwann könnt ihr es dann auf jeden Fall lesen, was ich von diesem Film halte und wie die Qualität ausgefallen ist. Aber auch hier muss ich sagen, hat Wicked Vision mich bisher noch nie enttäuscht. Also wenn die was machen, dann machen sie es richtig. In diesem Sinn, das war's für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Seid schlau, schaut blau und bleibt geil.